Auch nice, hier ist ein Champion-Shirt, also Off-White in der Kollabo mit Champion. Das habe ich selbst nicht am Start, finde ich aber ganz, ganz nice. Ich weiß nur nicht, ob ich die Farbe cool finde. Yeah. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wie viele Kommentare habe ich gelesen in meinem Video? Jetzt erst recht, ihr Pisser. Übrigens für alle, die es nicht verstanden war, das Wort Pisser war nicht an die Zuschauer gerichtet, sondern an die Einbrecher. Aber okay, es gibt natürlich auch immer Blitzkneißer unter euch. Dementsprechend wird das Ganze nochmal vereinfacht, auch für unsere Sesamstraßenzuseher. Die Hauptfrage unter den Kommentaren war, wie bekommst du Dinge wie diese Schuhe oder diese Schuhe? Wo hast du deine ganzen Pieces her? Dementsprechend habe ich mich entschieden, heute ein Video zu drehen, um euch zu zeigen, wo ich das meiste meines Stuffs her habe und wie einfach es ist, das zu bekommen und sich sicher zu sein, die richtige Qualität am Start zu haben. Wie einige von euch schon wissen, gibt es eine einzige App, bei dem ich das meiste meines Stuffs herbekomme. Ich bestelle natürlich auch viel online direkt bei den Stores, aber sehr vermehrt greife ich immer wieder zu Produkten, die schon mal getragen wurden oder die es einfach in den Stores nicht mehr gibt. Dementsprechend brauche ich einen Reseller, der das Ganze für mich quasi ergattert hat. Welche App ich da meistens benutze, das wisst ihr natürlich, das ist die App BAMF. Ich werde euch heute durch die App führen. Ich werde euch zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie einfach es ist, sich den Stuff zu kaufen. Punkt Nummer 1, downloadet jetzt gleich mal, wer die App noch nicht hat, jetzt in der Infobox den ersten Link, dann habt ihr die App am Start. Gibt es natürlich für Android und iOS, also jeder kann auf diese App zugreifen und sich sofort seinen neuesten Scheiß wie Supreme, Off-White, Balenciaga, Gucci und so weiter. Viele, viele verschiedene Streetwear- und High-Fashion-Marken sind hier zu finden, sehr viele Reseller und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Es ist im Prinzip easy as fuck. Zuallererst nehmen wir unser Handy heraus und öffnen mal die App. Als erstes sehen wir auf unserer Wall hier aktuell. Das bedeutet, was wurde aktuell gepostet, was ist jetzt ganz neu, ganz frisch auf dem Markt. Wir können hier aber auch nur explizit Streetwear auswählen. Wer aber lieber Vintage trägt, klickt einmal eins weiter und findet hier die ganzen Vintage-Pieces. Hier haben die auch wirklich, wirklich coole Sachen. Ich werde mir aber heute natürlich auch was koppen und was kommt für mich natürlich in Frage? Es kann nur eins sein, nachdem so viel von Off-White gestohlen wurde, werde ich mir heute ein Piece von Off-White holen. Es wird vermutlich ein Hoodie werden. Ich kann ja nicht nur auf Streetwear, Vintage und aktuell suchen, sondern ich kann auch einfach den Filter verwenden. Und hier sehe ich sofort, ich kann die einzelnen Marken auswählen. Ich habe Supreme, Palace, Babe, Off-White, Gosha, Adidas, Nike, Gucci und so weiter. Ganz viele verschiedene Marken, auch Louis Vuitton, Balenciaga, Villon, Antisocial, Social Club. Also hier gibt es sehr, sehr viel. Ich wähle natürlich die Marke Off-White aus. Ich kann mich jetzt natürlich auch für eine Farbe entscheiden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meinen Mona Lisa Hoodie in Rot haben möchte, wähle ich die Farbe Rot aus. Wir haben aber auch noch Camouflage. Such dir aus, was du möchtest, wenn du eine genaue Vorstellung davon hast, was du dir kaufen möchtest. Habe ich in diesem Fall nicht. Ich wähle jetzt nur mehr das Oberteil aus, weil ich brauche keine Hose und keine Schuhe. Proxy ist auch ganz cool. Wenn ein neuester Drop entsteht, dann kannst du über Proxy jemanden beauftragen, für dich zu campen, um den Stuff für dich zu besorgen und dir dann zu schicken. Brauchen wir jetzt aber nicht. Meine Größe wähle ich jetzt nur mal aus. Ich werde L wählen. Hier unten können wir nochmal den Preis einstellen und auch den Standort. Ich werde Europa nehmen, denn wenn ihr Amerika nehmt oder Asien, dann kann es schon mal passieren, dass das Ganze im Zoll landet und dann zahlt ihr obendrauf nochmal die Zollgebühren. So wie zum Beispiel mein Nike-Shirt dann einfach statt 220, mein Nike Off-White-Shirt dann einfach statt 220 400 irgendwas Euro gekostet hat. Also das ist mega ärgerlich. Wir schalten den Filter jetzt ein und sehen sofort die ersten Pieces. Hier haben wir das Shirt, was ich habe, einfach mal um 169 Euro. Okay, wer sich mein Shirt kaufen möchte, um den, ja, um 40% des Preises, den ich bezahlt habe, der kann das hier jetzt natürlich tun. Ich habe das Shirt natürlich schon, dementsprechend schauen wir weiter. Hier ist genau das, was ich möchte eigentlich. Hier haben wir den Off-White Cross Nike Hoodie. Den wollte ich mir ja koppen, habe aber absolut keine Chance, den zu bekommen. Den finde ich mega, mega nice. Wir können hier die einzelnen Fotos reviewen, bevor man sich dazu entscheidet, den zu koppen. Ist es aber zuerst mal wichtig, den Typen, der das verkauft, anzuschreiben. Bevor ich das aber mache, wir sehen hier noch Condition 9 von 10, das heißt, er wurde noch kaum getragen. Aus Deutschland sogar ein Verkäufer, das heißt, es wird relativ schnell da sein. Bevor ich mich aber überhaupt einmal einen Schritt weiter begebe, sehe ich mir den Verkäufer mal an. Sehe mir seine Reviews an. Ich sehe hier, er hat 5 Sterne. Dementsprechend dürfte er vertrauenswürdig sein. Bevor ich aber koppe, shoote ich dem einfach mal eine Nachricht. Hier sind schon Texte vorgefertigt, wie zum Beispiel Hazy Off-White Cross Nike Hoodie Monomour Still Available.
auch nice, hier ist ein Champion-Shirt, also Off-White in der Kollabo mit Champion. Das habe ich selbst nicht am Start, finde ich aber ganz, ganz nice. Ich weiß nur nicht, ob ich die Farbe cool finde. Yeah. Ein paar Sekunden später. Gut, Freunde, ich habe jetzt schon zwei Anfragen rausgeschickt. Was aber noch ganz geil ist, es gibt hier eine Gruppenfunktion. Das bedeutet, du kannst hier auf BAMP direkt eine Gruppe erstellen. Das geht übrigens aktuell nur für iOS, kommt aber noch für Android, kein Problem. Die sind jetzt mal in der Gruppe drin. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, in meine Gruppe zu kommen. Ich habe 150 Plätze frei. Checkt einfach mal den zweiten Link in der Infobox ab. Das ist ein Invitation-Link. Mit diesem Link kommen die ersten 150 von euch in meine Cop-Group, was auf jeden Fall ein richtig nice Feature ist, denn hier kann man sich gegenseitig austauschen darüber, was der eine koppen möchte. Dann weiß der andere zum Beispiel, hey, ich habe ein richtig geiles Produkt gesehen, das findest du da und da. Der andere sagt, ja, ich würde dir zu einem anderen Produkt raten. Das heißt, man kann sich beim Koppen einfach austauschen. 300 Augen sind mehr als nur zwei. Dementsprechend kommt man da zu richtig nice Angeboten. So, Freunde, wie geht's jetzt weiter? Ich warte jetzt nur mehr auf die Antwort der zwei Seller. Wenn mir das Ganze gefällt, kann ich mich hier mit ihm austauschen über den Chat. Wenn ich dann überzeugt bin von dem Produkt, meistens handle ich noch einen bisschen besseren Preis heraus, man kann hier auf BAMP sehr, sehr gut handeln, dann klicke ich hier einfach auf Buy und kann hier einfach mit PayPal bezahlen. Das heißt, ich drücke auf PayPal, logge mich hier mit meinem PayPal-Account ein. Das ist eine Grundvoraussetzung, die man haben muss, und ich bin auch sehr froh, dass das Ganze nur über PayPal abgewickelt wird, denn über PayPal hat man einfach alle Sicherheiten. Das ist für mich die beste Art zu bezahlen, denn wenn du mit einem Produkt nicht zufrieden bist, kontaktierst du PayPal. PayPal holt sich das von dir überwiesene Geld wieder zurück, sperrt das, bis du den Artikel wieder zurückgesandt hast und die Transaktionsnummer über PayPal herausgegeben hast, und dann bekommst du ganz easy dein Geld wieder zurück. Freunde, ich warte jetzt einfach nur mehr, bis mir die zurückschreiben. Ich entscheide mich dann für einen Hoodie, der wird dann bestellt und dann vielleicht schon im nächsten Video ausgepackt, wenn nicht im nächsten, dann zumindest im übernächsten. Und ich hoffe, auch euch hat das Ganze geholfen, euch richtig nice Pieces zu besorgen und keine Angst zu haben, irgendwie einen Scheiß einzukaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, liebe Freunde, dann lasst auf alle Fälle ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Downloadet auf jeden Fall den ersten Link in der Infobox, damit ihr BAMP gleich am Start habt, und kommt in meiner Gruppe, 150 Plätze sind frei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video, euer Maximilian.